Sag mir, was du trägst und ich sag dir, wer du bist. Mein Vater wäre in Jeans völlig undenkbar. Jahrzehntelang war die deutsche Kleiderordnung klar. Dann die Revolution. Die Beatles hatten damals entsetzlich lange Haare. Mini haben sie auch gesagt, erst oh. Wir blicken in deutsche Kleiderschränke. In West und Ost. Wir wollten Westhosen anziehen, ja? Und finden Geschichten von Tabubrüchen, Modetorheiten und Glaubensfragen. Also Papa ging bei uns gar nicht. Wer was auf sich hielt, hatte einen Original-Bundeswehr-Parker. Gehen Sie mit uns auf Zeitreise durch fast 5 Jahrzehnte Alltagsgeschichte. Frühjahr 1945. Deutschland liegt in Trümmern. In den Ruinen des tausendjährigen Reiches muss das Leben irgendwie weitergehen. Es sind vor allem die Frauen, die sich jetzt an die Arbeit machen. Froh, am Leben zu sein. Entschlossen, den Wiederaufbau zu schaffen. Frühling in Berlin. Die Fassade fiel, aber dahinter blieb Lebensmut, Unerschütterlichkeit und die Fähigkeit, sich anzupassen. Sogar die Blumenkästen werden begossen, wie eh und je. Die Trümmerfrau wird zum Leitbild. Hart arbeiten, dennoch hübsch aussehen und mitten im Kampf ums Überleben auch an die schönen Dinge denken. Gerade Mütter erweisen sich als Meisterinnen der Improvisation. Das Wesentliche in der damaligen Zeit war, dass man jemanden hatte, also in dem Fall war es meine Mutter, die eine Nähmaschine bedienen konnte und ein bisschen Geschmack hatte. Meine Mutter hat mal, glaube ich, aus Topflappen ein kleines Westchen genäht. Wir hatten auch Mäntel aus Wolldecken mit handgesägten, mit der Laubsäge handgesägten Knöpfen. Die waren auch ganz besonders attraktiv. Antje von der Heide ist damals 8 Jahre alt. Die letzten Kriegsmonate hat sie mit der Mutter und ihren 3 jüngeren Geschwistern auf dem Land verbracht. Im Mai kehrt die Familie zurück ins zerstörte Kiel. Der Vater ist begeisterter Hobbyfilmer. Er dokumentiert den Alltag. Kochen auf der Straße, spielen zwischen Trümmern. Aus den Kleidern, die über den Krieg gerettet wurden, wachsen die Kinder schnell heraus. Da ist Fantasie gefragt. Und dann kriegten wir Dirndlkleider aus Marinebettwäsche. Ich glaube, noch ein wenig dekoriert mit roter Fahne, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das waren also ziemlich schreckliche Kleider, die meine arme jüngste Schwester dann sehr lange anziehen musste, weil sich das ja dann noch vererbte. Liesel Hühnchen kommt aus Dülmen und ist bei Kriegsende 26 Jahre alt. Noch in den letzten Wochen des Kriegs wird ihr Zuhause ausgebombt. Mit ihren Eltern kommt sie in einem Behelfsheim in der Nähe von Münster unter. Sie besitzen nur noch das, was sie in der Bombennacht trugen. Von den englischen Besatzern wird der Vater zu Aufräumarbeiten abkommandiert. In der Schule soll er Hakenkreuzfahnen verbrennen. Und dann hat er die ganze Zeit überlegt, meine Tochter hat überhaupt nichts anzuziehen und meine Frau hat in dem Behelfsheim nicht mal eine Schürze. Wieso soll man, das ist doch Textilien. Ne? Und so werden die Fahnen nicht verbrannt, sondern umgearbeitet in eine komplette Sommergarderobe. Genäht für meine Mutter 2 Küchenschürzen und dann noch eine Russenbluse, hoch mit Stäbchen und mit hier Stickerei über den Ärmeln. Und eine Dirndlschürze für ein Sommerkleid. Die Mode der Zeit passt zur Rolle der Trümmerfrau. Breite Schultern und kurze, bequeme Röcke, die bei der Arbeit nicht im Weg sind. Schuhe, mit denen sich weite Strecken gehen lassen. Und selbst mitten im Wiederaufbau bleibt Mode ein Thema. In den Räumen der Berliner Femina findet die erste Frühjahrsmodenschau statt. Man sah die neuesten Modelle für alle Gelegenheiten. Und jede Frau muss zugeben, es tut gut, wieder schöne Kleider zu sehen, auch wenn man sie noch nicht selbst tragen kann. Die ersten 2 Nachkriegswinter sind so kalt, dass die Ostsee zufriert. Antje von der Heide und ihre Geschwister bekommen warme Jacken aus alten Militärdecken und Uniformteilen. Doch an den Füßen stößt die Improvisation an Grenzen. Ihr kleiner Bruder muss viel zu große Schuhe tragen, ausgestopft mit Zeitungspapier. Schuhe waren ein ganz großes Problem. Also da hatten wir zum Beispiel richtig zum Teil nur Lumpen an den Füßen, weil das einfach Schuhe waren nicht da, gab es nicht.
Das war wirklich das Allerschwierigste. Also ich habe zum Beispiel in dem Almanach meiner alten Schule, gibt es also einen Brief von einem an den Lehrer, dass er seine Kinder nicht in die Schule schicken konnte, weil sie keine Schuhe hatten. Im Sommer gehen viele einfach barfuß, auch in die Schule. Doch für dieses Problem bieten Überbleibsel des tausendjährigen Reichs eine Lösung. Alte Gummireifen von Geschützen, Flugzeugen und Autos werden jetzt praktischer Verwertung zugeführt. Diese Fabrik in Berlin-Gatow zum Beispiel verarbeitet sie zu Gummisohlen und Absätzen. Oder so. Holz und ein Wachstischtuch ergeben ein paar Sommersandalen. Es gab auch Sohlen, die waren so eingeritzt an Seite und dadurch war das alles beweglich. Sonst konnte man beim Schuhmacher kaufen. Damit sind wir gelaufen. So Holzpantoletten waren natürlich immer schwierig zu tragen, die waren eben da einfach nur zwei Stücken Holz. Ein bisschen mit Laubsäge dann. Das erinnere ich, hat mein Vater mal später gemacht, als er aus Gefangenschaft kam. Im Laufe des Jahres kehrten deutsche Kriegsgefangene in steigendem Maße nach der Heimat zurück. Sie kommen aus amerikanischen, englischen, russischen und französischen Lagern. Dieser Transport brachte 700 Berliner in ihre Heimatstadt zurück. Ein Bahnsteig der glücklichen Menschen. Unter den Männern, die damals nach Berlin zurückkommen, ist auch der Vater der Schauspielerin Grit Böttcher, die jüngere von zwei Mädchen. In ihrer Heimatstadt wird der Tiergarten umgepflügt, um Kartoffeln für die hungernde Bevölkerung anzupflanzen. Die Böttchers haben die letzten Kriegsjahre im Sudetenland verbracht. Zurück in Berlin leben sie beengt in einer Etagenwohnung. Die Mutter ist gesundheitlich angeschlagen, also übernimmt es der Vater, die Kinder einzukleiden. Eine Nähmaschine, die wir hatten, so eine alte Singer, da hat er mir, ich glaube aus dem Kissenbezug, ein feines Oberteil genäht, so mit Trägern, also frei und mit Trägern, hellblau, und hat dann so auch Abnäher reingenäht. Ich glaube, es sah scheußlich aus, aber ich fühlte mich wundervoll. Die Wochenschau gibt Tipps für Eleganz in Zeiten des Mangels. Man nehme einen Schal, dazu, nanu, ja wirklich eine leere Kaffeebüchse. Einige Windungen und Knoten. Das Ganze festgesteckt. Und schon ist es ein Hütchen im altägyptischen Stil. Das Modell heißt Nofretete. Ich wollte ja leben und ich hatte jetzt das Gefühl, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich tanzen gehen. Und wir haben das richtig genossen. Wir sind gerne tanzen gegangen. Auch Gerda Steinke ist Berlinerin. Sie hat den Krieg überstanden und den Einmarsch der Russen. Jetzt soll endlich das gute Leben beginnen. Jedes Wochenende zieht sie los. Da haben fast nur Mädchen miteinander getanzt. Also ich habe immer nur mit meiner Freundin meistens getanzt. Es waren ja nicht viele junge Männer da. Wer tanzen will, braucht ein Kleid. Doch zu kaufen gibt es nichts. Nicht mal Stoff. Überall werden Bäume zu Tauschbörsen. Biete Brautkleid, suche Stiefel. Gerda Steinkes einziges gutes Kleid von der Konfirmation ist zu kurz. Ihre Mutter schafft Abhilfe. Das war eine Tischdecke von meiner Mutti. Und weil ich ein neues, schönes Kleid zum Tanzen gebraucht habe, hat sie gesagt, dann machen wir die zur Hälfte als Rock. Und oben kommt dann vom Konfirmationskleid das Samtoberteil dazu. Und dann haben wir das so gefaltet, gekräuselt. Und dann hatten wir einen schönen, weiten Rock. Und Schuhe hatte ich noch, die hatte ich von meiner Schwester noch bekommen. Ja, und dann fand ich mich tutschig, dann bin ich dann tanzen gegangen. Ne? Aus zwei verschlissenen Kleidern wird ein neues. Fast jede Frau näht damals solche Patchwork-Kleider. Die Stoffe passen oft nicht so richtig zusammen. Aber egal, Hauptsache endlich mal wieder etwas Neues. Feinstrümpfe zu improvisieren ist schwieriger. Die Lösung kommt aus der Drogerie. Braune Farbe, genannt Flüssigstrumpf. Allerdings nur für schöne Tage geeignet. Im Strandbad Wannsee wird das Auftragen der flüssigen Strümpfe reihenweise geübt. Ein alter Trick,
Gewiss, aber mit einem neuen Dreh. Die Naht wird nämlich mit dem Augenbrauenstift aufgezeichnet. Der Hamburger Jochen Blume ist 23, als er aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrt. Zivile Kleidung besitzt er schon seit Jahren nicht mehr, nur seine Uniform. Ich habe alles wirklich genommen, ausgezogen, weggeschmissen. Also ich bin und hatte aber, das Einzige, was ich hatte viel Unterzeug, weil wir ja auf der Napola richtig gut ausgerüstet waren. Ich hatte ja zwar immer noch so ein blödes Hakenkreuz, das konnte man ja verdecken, aber Unterzeug hatte ich. Neue Kleider lassen sich allenfalls auf dem Schwarzmarkt finden. Ein Anzug oder ein paar Schuhe gegen Zigaretten oder ein Pfund Butter. Auch Gerda Steinke ist dort unterwegs, auf der Suche nach einer Brautausstattung. Denn sie hat in einer Tanzbar einen jungen Kriegsheimkehrer kennengelernt. Im April 1947 heiraten die beiden. Der Vater hatte dann seinen guten schwarzen Anzug geopfert und da kriegte ich dann das Kostüm. Und die Bluse war aus weißer Fallschirmseide. Fallschirmseide konnte man auf dem schwarzen Markt kaufen. Es war eigentlich eine Seide, die sich überhaupt nicht dafür eignete. Aber meine Tante hat es so schön hingekriegt, dass es ganz nett aussah, nicht? Im Sommer 1948 endet die Mangelwirtschaft. Die Westmächte führen eine neue Währung ein. Am Vorabend des 18. Juni. Überall in den drei Westzonen dasselbe Bild, dieselben Erscheinungen. Gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Das neue Geld. Die ersten hoffnungsvollen Anzeichen einer Umstellung der bisher erstarrten Wirtschaft. Und auf einmal konnte man auch was kaufen. Ich kriegte einen braunen Anzug, das weiß ich noch. Braun, ganz schrecklich. Die D-Mark läutet das Ende der Besatzungszeit ein. 9 Monate später wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die Zeit der Trümmerfrauen ist vorbei. Und auch die Mode ändert sich radikal. Neue Kleider für die neue Zeit und die neue Rolle der Frau im Nachkriegsdeutschland. Kleider völlig ungeeignet zum Arbeiten. Für Frauen, die vor allem den Status ihres Mannes repräsentieren sollen. Nun schwelgte man in dem, was man also hatte, in dem, was man sich erlauben konnte. Alles schwingend, weit und konnte gar nicht genug Stoff sein. Immer mit so einem Corsage, nicht? Corsage? Das zeigt natürlich eine gewisse Art von Form des Körpers. Das war ja hübsch anzusehen. Es ist ein Gefühl gewesen, man konnte jetzt elegant laufen, schwingen. Ordentliche Kleider für sittsame Ehefrauen, die ihrem Gatten die Aktentasche tragen und den Rücken frei halten, während er das Geld verdient und das Wirtschaftswunder schafft. Die Frau als dekorative Ergänzung ihres Mannes. Hier dein Frühstück und dein Hut. Deine Tasche. Und besorgst du mir die Seide zu dem bunten Sommerkleide? Seit Oktober 1949 gibt es noch ein zweites Deutschland. In der frisch gegründeten DDR wird ein völlig anderes Frauenbild propagiert. Für den Aufbau des Sozialismus werden alle Hände gebraucht. Wo wir Frauen auch mitarbeiten mögen am Aufbau eines neuen Lebens, ob als HO-Verkäuferin wie Ursel Dickner, oder als Volkspolizistin wie Ria Junke. Wir sind gleichberechtigt. Die Kleidung für diese Heldinnen der Arbeit muss das natürlich repräsentieren. Im Stahlwerk Hennigsdorf ließ die HO unsere Werktätigen über die Mode des Jahres 1951 entscheiden. Nicht der exaltierte Geschmack von Kaffeehausdamen gab den Ausschlag, sondern arbeitende Menschen urteilten. In Wirklichkeit sehnen sich auch die arbeitenden Ostfrauen eher nach der neuesten Mode aus Paris. In Ost-Berlin sind die Menschen zu dieser Zeit kaum anders gekleidet als im Westen. Denn noch ist die Grenze offen. Sie sind ja damals alle noch rübergegangen und haben sich dann Stoffe gekauft und so weiter und haben das dann nähen lassen. Denn so, nicht? Aber in einer Großstadt, also ein echter Großstädter, der braucht das wahrscheinlich. Der muss eben auch sehen, dass er anständig angezogen ist. Gerda Steinke lebt mit ihrem Mann in Pankow und kauft fast alles im Westteil der Stadt. Denn was die DDR-Handelsorganisation, kurz HO, auf ihren Musterschauen präsentiert, ist im Alltag immer sofort ausverkauft.
Wer im Sozialismus schick sein möchte, benötigt gute Beziehungen. Ein Freund von uns war Filialleiter in der HU und das ging ja alles unter der Hand. Unter der Hand kriegten sie alles. Im Westen wirkt unterdessen das Wirtschaftswunder. Die soziale Marktwirtschaft bringt die junge Bundesrepublik zum Blühen. Konsum ist das Gebot der Stunde. Doch anders als heute kaufen Anfang der 50er Jahre die wenigsten ihre Kleidung in einem Laden. Meine Mutter hatte eine Schneiderin, was heute als ganz großer Luxus erscheint, war eigentlich keiner, weil an Stoffe war irgendwie relativ leicht zu kommen. Irgendwas hatte meine Mutter öfter Stoffe und dann ging sie mit diesen Stoffen und mir zum Beispiel zu dieser Schneiderin, da wurde Maß genommen und dann haben wir uns überlegt, welcher Schnitt. Das war immer sehr aufregend, weil er kam irgendwie mit der Kreide und mit dem Maßband, das fand ich immer ganz toll. Man musste sehr gerade stehen, die war auch tendenziell etwas streng, dass man nicht gerade genug stand und so. Und dann nächstes Mal konnte man schon anprobieren und das war ganz normal und es war vor allem die billigste Variante. Das war billiger, als ins Kaufhaus zu gehen und was zu kaufen. Dann kam zu uns jeden Monat einmal eine Frau, die hat... Es war die Flickfrau, haben wir gesagt. Also die hat so Sachen geflickt, aber auch neu genäht. Aus zwei alten Sachen eine neue gemacht und so. Und gerade für uns Kinder. Ich habe zum Beispiel die Hosen von meinem Bruder, die habe ich manchmal auch anziehen müssen. Der war 4 Jahre älter als ich und das war schrecklich. Aber es wurde halt so hingenäht, dass ich sie tragen konnte. Zumindest zu Hause. Man ist ja nicht weggegangen mit Hosen als Mädchen. Heidrun Beckmann kommt im Gründungsjahr der Bundesrepublik in die Schule. Mit ihrer Familie lebt sie in einem Dorf am Rand des Taunus. Ein Mädchen trägt Röcke. Das wird noch 2 Jahrzehnte lang selbstverständlich sein. Fast alle Kleidungsstücke für Kinder sind zu dieser Zeit selbst gemacht und werden angezogen und weitervererbt, bis der Stoff durchgewetzt ist. Die Kabarettistin Marin Kreumann, Jahrgang 1949, wächst in einer Tübinger Pfarrersfamilie auf. Sie erinnert sich mit Schrecken an ein Geschenk ihrer Patentante. Sie hatte ein hellblaues Kleid mit Puffärmeln, hat die gestrickt, ganz toll mit so Noppen drauf. Das wäre toll gewesen, wenn sie nicht dazu auch eine Unterhose gestrickt hätte, die dann auch aus demselben etwas kratzigen Stoff war. Und ich erinnere mich, dass ich diese Unterhose aus Wolle, die selbstgestrickte, nicht mochte. Besonders unbequem ist die Kleidung im Winter. Strumpfhosen sind noch nicht erfunden. Drunter tragen Kinder Leibchen mit angeknöpften Strickstrümpfen. Das fand ich so das Biederste, was es überhaupt gab und auch schrecklich, weil auch mir dieses Stück immer so kalt war dann, wo die Strümpfe aufhörten, die Unterhose aber noch nicht angefangen hatte. Die waren immer aus Wolle und es hat gekratzt und dann wurden die immer mit Strapsen festgemacht, so irgendwie. Und das war alles furchtbar unbequem. Und dann hat man so ein Oberteil angehabt mit so riesigen Strumpfhaltern. Ja, richtig. Die musste man dann irgendwie noch so durchziehen, dass sie... Und die waren dann so ausgeleierte Strümpfe. Also man durfte kein kurzes Kleid anhaben, weil dann sah man diese ausgeleierten Strümpfe oben. Nach den grauen Jahren des Kriegs träumen die Menschen von heiler Welt. Heimatfilme prägen die Mode. Überall in Deutschland tragen Mädchen Dirndl und Jungs Lederhosen. Bis zur Jeans war die Lederhose das Bekleidungsstück für jeden Jungen in der gesamten Bundesrepublik. Das war kein bayerisches Relikt. Jeder deutsche Junge hatte eine kurze Lederhose. Die wurden dann immer gleich 3, 4 Nummern größer gekauft. Die mussten ja ein paar Jahre halten. Das hat einen dermaßen entstellt. Also das war auch sehr unbequem. Also man konnte sich kaum hinsetzen damit. Und das war für mich, wenn man so eine Regentonne umhängen hätte. Dass Wolfgang Bobig seine Eltern dereinst mit langen Haaren und Beatmusik schocken wird, ist 1952 noch fern. Der Münchner ist 5 und ein gutes Kind. Ganz besonders sonntags. Für Sonntag, da gab es dann also den schönen Anzug. Da kann ich mich noch erinnern, da haben meine Eltern mir extra einen schneidern lassen, so einen Anzug für so einen kleinen Kerl wie mich, mit so einer Kappe, mit so einem Schirm vorn drauf. Natürlich dann auch mit einer Mini-Krawatte dazu, damit der Bub schön ausschaut. Wo immer man sonntags hingegangen ist, was man gemacht hat, hat man sich so angezogen, in den Sonntagskleidern. Ob man auch in die Natur ist, wandern gegangen, so einen Ausflug gemacht hat in der Natur, da hat man sich schick angezogen. Mit Sonntagskleidern eben. Nicht nur sonntags wichtig, nicht schmutzig werden.
damit die Kleider möglichst lang getragen werden können. Selbst Unterwäsche wird nur einmal pro Woche gewechselt. Denn waschen ist mühselige Handarbeit. Für Günther Wolter aus Aachen ist der Waschtag der Höhepunkt des Monats. Mir hat das Riesenspaß gemacht, den Waschzuber oder Waschkessel dort einzuheizen. Man konnte kokeln, man hatte dann Papier, Holz und Kohlen und es musste zwar alles rangetragen werden, vor allem das Wasser musste rangetragen werden. Das war vielleicht eine Schinderei. Waschen ist natürlich Frauenarbeit. Einweichen, einheizen, die Wäsche kochen, durchrühren. Ein Knochenjob, der einen ganzen Tag füllt. Waschen war schrecklich. Das war schrecklich. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mal gesammelt hat und wir haben oben im Haus so eine Waschküche gehabt. Och, und das roch dann so nach Lauge den ganzen Tag. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hatte im Winter zumindest immer geschwollene und rote Finger. Das war also ganz schlimm. Weil das Waschen war gar nicht mal alleine das Schwierige. Aber das Spülen hat sie unheimlich gefordert. Und dann wurde es aufgehängt im Trockenboden. Das war noch das Schönste, weil man konnte da zwischendurch schön rennen. Unterwäsche wurde immer etwas versteckt aufgehangen. Und Nachbarn schauten dann auch so ein bisschen immer kritisch, ob die Wäsche denn auch sauber war. 1951 kommt in Deutschland der erste Waschvollautomat auf den Markt. Zu dieser Zeit ein unerhörter Luxus. Selbst am Ende der 50er Jahre wird nicht mal jeder zehnte Haushalt über eine Waschmaschine verfügen. Günther Wolter wohnt gegenüber vom örtlichen Waschmaschinenhändler. Das neuartige Wunderding wird seine große Leidenschaft. Er wird sein Geld später als Kundendienstler für Hausgeräte verdienen. Ich kann mich noch genau erinnern, als der eine Waschmaschine auslieferte in einen anderen Ort hin, dass ich da mitgefahren bin. Ich bin dann mit auf den Trecker gestiegen und da stand hinten drauf die Waschmaschine. Und die haben wir dann dort in diesen Ort verbracht, ja. Schade um die schöne Frisur. Morgen habe ich große Wäsche. Wäsche? Hab ich auch. Wie auch morgen? Nein, jetzt, während ich hier sitze. Puh, musst du aber eine tolle Waschfrau haben. Hab ich auch, absolut zuverlässig. Ach nee, und was zahlst du ihr? Oh, nicht der Rede wert. So, so, die stammt wohl noch von vorgestern. Im Gegenteil, durchaus von heute. Komm mit, überzeug dich. Ja, die will ich sehen. Meine Waschfrau, meine Konstrukta. Bitte Blüten rein und Leinen trocken. Ja, aber. Nichts aber. Gerda Steinke flieht Anfang der 50er Jahre mit ihrer Familie aus dem Osten nach West-Berlin. Die erste Anschaffung für die neue Wohnung in Mariendorf? Eine Waschmaschine. Und die erste Waschmaschine, die wir gekauft haben, die stand dann mitten in der Küche. Und da musste man von oben alles so reinmachen. Und dann aber alles nachher rausholen und rüberbringen in die Badewanne, ins Bad, zum Ausspülen und das Durchdrehen. Also es war eine ganz komplizierte Angelegenheit. Aber trotzdem haben wir das wir fanden es wundervoll, dass wir auf einmal eine Waschmaschine hatten. Und wenn dann das Waschgerät eingewaschen wurde, dann kam der Kundendienstmann und dann waren auch noch einige Leute dabei, die dann aus dem Gläschen bei hatten und dann wurde darauf angestoßen. Das war also eine Anschaffung, die war schon etwas, ja, das war schon etwas ganz besonders, ein Waschgerät zu besitzen. Nun lebt sie froh und unbeschwert, ist glücklich und beneidenswert. Jenseits der Grenze plagen die Bürger der DDR existenziellere Nöte. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Konsumgütern ist schwierig. Als im Juni 1953 die Arbeitsnormen erhöht werden, kommt es zum Volksaufstand. Sowjetische Panzer rollen durch Ost-Berlin. Der Aufstand wird niedergeschlagen, doch die Wirtschaftslage bleibt angespannt. Die Zeit, so schlimm sie war, wir haben aus Knete Bonbons gemacht. Und das verliert sich auch im Leben nicht. Eigentlich waren das so Erfahrungen, die mir immer geholfen haben im Leben, dass ich gesagt habe, das gibt's nicht, na, dann denke ich mir das aus oder ersetzen wir das und so. Also man war sehr viel findiger und praktischer irgendwie gepolt. Auch im Osten sehnen sich junge Frauen nach Tellerrock und Petticoat. Wünsche, die HO-Läden nicht erfüllen können. Also ist wieder mal Erfindungsreichtum gefragt. Josephine Edle von Kreppel beginnt schon als Teenager zu nähen. Ihre Modevorbilder stammen alle aus dem Westen. Unsozialistisch, aber schick.
Wir haben Petticoats gehabt aus Buchrahmen. Das war so ein Einlagestoff, ganz minderwertig. Wurde gestärkt mit Kartoffelstärke oder Zucker und gebügelt natürlich. Sehr großer Arbeitsaufwand war da immer. Und dann trug man 3, 4, 5 übereinander. Im Westen gilt unterdessen, wir sind wieder wer. 1954 wird die Fußballnationalmannschaft in Bern Weltmeister. 2 Jahre später kommen die ersten Gastarbeiter nach Deutschland. Im Jahr danach gehört die Bundesrepublik zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union. Ein blühendes Land. Moderne Bauten füllen die Lücken, die der Krieg gerissen hat. Doch die Gesellschaft der Ära Adenauer erstarrt in Konventionen. Strenge Moralvorstellungen bestimmen das Land. Die anständige Frau der 50er Jahre ist stets gut verpackt. Als ich meine Mutter mal im Bad sah, wie die sich angezogen hat und was die alles da angezogen hat, so mit Korsetts und so Zeug, also das fand ich aber damals schon irgendwie, nicht furchtbar, ist jetzt übertrieben, aber ich fand das irgendwie befremdlich, denke ich. Das ist aber eine Mühe, das alles zuzumachen und anzuziehen und dann auch wieder auszuziehen. Mieder und Korsett nehmen den Frauen die Luft und machen sie zugleich zum Objekt männlicher Fantasien. Sinnbild der Doppelmoral dieser Zeit. Die ideale Frau ist ehrbar und keusch, aber auch ein ganz bisschen sündig. Felina, Felina, deine Figur wird so schön, so schön. Felina, Felina, lass uns zusammen stets gehen. Manfred Sechsauer kommt aus Baden-Baden. 1955 spielt der 25-Jährige am Theater und interessiert sich sehr dafür, was Damen so alles tragen. Petticoats natürlich war toll. Man war immer als Junge natürlich interessiert, was trägt die da drunter und so, hat man nie rausgekriegt. Aber Petticoats war eine richtig schöne Mode. Für Marie-Louise Schernack gehören Mieder und Strumpfhalter zum Erwachsenwerden. Sie geht damals in Hamburg aufs Gymnasium. Nicht nur in der Hansestadt gelten strikte Regeln, was eine junge Dame aus gutem Haus in der Öffentlichkeit zu tragen hat. Ohne Strümpfe war ausgeschlossen zu gehen. Also wir mussten immer Strümpfe tragen. Strümpfe, wohlgemerkt. Die Strumpfhose ist noch nicht erfunden. Fleischfarbene Schläuche, viel weniger elastisch als heute, mit Nähten, die immer verrutschen. Diese prüfenden Streicheleinheiten, die man machte, sitzt meine Naht noch gerade oder ist sie schon verrutscht? Und wenn die schief saßen, dann hat man ja O-Beine oder X-Beine oder so etwas. Seidenstrümpfe, das empfand ich schon, dass das in Verbindung stand mit Sex, mit Sexualität, mit Erwachsenwerden. Also die ersten Seidenstrümpfe hatte ich an meiner Konfirmation an. Das war fürs Besondere eher. Schlimm war nur, die waren furchtbar teuer. Und die musste man auch, wenn es eine Laufmasche gab, und die gab es oft, dann hat man die ja weggebracht zum Reparieren. Und dann gab es nämlich immer am Ende der Laufmasche, musste so eine kleine, war so wie so ein kleiner Knoten. Man sah, wo also mal eine Laufmasche gewesen war. Und manche waren dann schon ein bisschen gesprenkelt, nicht? Die Nylonstrümpfe. Für Männer sind Anzug und Krawatte selbstverständlich. Auch nach Feierabend wird kaum ein Kragen gelockert. Jochen Blume arbeitet zu dieser Zeit als Pressefotograf in Hamburg. Also ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel als Fotografen immer perfekt angezogen waren. Also mit Krawatte und Anzug. Und wir sind zum Beispiel, wenn irgendwie im Rathaus zum Beispiel etwas, eine Feierlichkeit war, da sind sie nicht reingekommen, wenn sie nicht einen schwarzen Anzug an hatten. Mit Krawatte. Also wie heute. Gibt's gar nicht. Mein Vater hatte immer einen Anzug an, er hatte immer ein Hemd an. Nur wenn er also zum Sport ging, trug er ein Polohemd. Und das allerhöchste der Gefühle war, dass er also vielleicht den obersten Knopf aufmachte und die Krawatte ein bisschen lockerte. Eine sehr zugeknöpfte Zeit, in jeder Beziehung eigentlich. Und ich weiß, wenn wir Gäste hatten oder Besuch hatten von Leuten, dass sie immer, nicht im Pullover, sondern alle im Anzug mit Krawatte, damals schon kamen, und dass die sich relativ steif benahmen. Doch dann schwappt eine Welle über den großen Teich, die das steife Land kräftig aufmischt. Der Rock'n'Roll. Unmoralische Tänze in unordentlicher Kleidung. Come on,
1958 kommt sogar Elvis nach Deutschland, als GI. Für die Älteren ist der King ein rotes Tuch. Denn zu seiner Negermusik trägt Mann keine Krawatte und vor allem Jeans. Mir ist als Erste eigentlich aufgefallen Marilyn Monroe, das muss ich sagen. Da gab es Fotos Marilyn Monroe in Jeans. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, einfach weil das für eine Frau ungewöhnlich für den Zuschauer war. Da gab es auch die ersten Hot Pants. Und also das war für mich so der Anfang, wo ich, sagen wir mal, lüstern Mode geguckt habe. Als irgendwie Elvis Presley kam, der war dann ja auch beim Militär, da wollte man auf eine bestimmte Art aussehen. Und nicht so bieder und nicht nur die Kniebundhose und Alpverein und dass man wandert und was in der Regel. Sondern man wollte irgendwie, schick war irgendwie immer auch ein bisschen ausländisch inspiriert. Heidrun Beckmann in der Tanzstunde. Ein braver Backfisch. Noch. 1958 fährt sie zum ersten Mal alleine ins Ausland. Ich war in Südfrankreich im Ferien, also Zeltlager, und haben da auch eingekauft. Und zwar Sachen, die man in Deutschland und gerade bei uns auf dem Land natürlich niemals gekriegt hätte und auch nicht getragen hätte. Aber wir sind dann da nach Hause gekommen und haben die ersten Hotpants gehabt, bauchfreie Blüschen und dann haben wir auch noch geraucht auf der Straße und sind durch den Ort gelaufen und die Leute haben uns alle ziemlich missbilligend angeguckt und wir haben gedacht, ach Gott, sind die spießig hier. Für Frauen bleiben Hosen noch ein Jahrzehnt lang ein höchst gewagtes Outfit. Eine Frau in Jeans ist für die Wochenschau 1959 noch so frivol, dass man sie nur durchs Schlüsselloch betrachten mag. In der Badewanne wird das unmoralische Beinkleid auf Körperformen zurechtgeschrumpft. In Wirklichkeit bleiben Jeans zunächst eher Männersache. Ein Outfit für jugendliche Rebellen. In der Zeit habe ich dann eigentlich nur noch Jeans getragen, weil sie bequem waren und weil sie uns Jugendliche damals immer abgegrenzt haben von Erwachsenen. Erwachsene, also sprich eine Generation vor mir, die hätten nie und nimmer eine Jeans angezogen. Amerikanische Farmarbeiterhosen zu tragen, also das wollte ich nicht, nein. Ja, nein, also richtig, also meine Töchter dann ja, nicht? Die wollten dann. Aber eine richtig blaue Jeanshose habe ich nie getragen. Also für mich war das überhaupt das tollste Kleidungsstück der damaligen Zeit, was die Hosen angeht. Ausgerechnet im Arbeiter- und Bauernstaat sind die Arbeiterhosen verpönt. 1. Mai 1961 in Ostberlin. Der Dresscode bei der Parade ist verblüffend konservativ. Männer tragen Anzug, Frauen Kostüm. Jeans gelten als westlich dekadent. Modebewusste junge Ostbürgerinnen wie Josephine Edle von Kreppel tragen sie trotzdem. Ich weiß noch, ich habe mir Jeans-ähnliche Hosen, das bedeutete diese Doppelnaht und abgesteppt, aus schwarzem Fadenstoff. Das war das billigste und schrecklichste, was es überhaupt gab, habe ich mir genäht, eine Latzhose aus diesem Stoff mit gelben Nähten. Und jetzt müssen Sie wissen, damals konnte ich noch nicht richtig nähen. Also die waren krumm und schief, man sah es. Egal, man hat es getragen, ja. Im Sommer 61 schwillt der Strom der Flüchtlinge aus dem Ostteil Deutschlands an. Tag für Tag treffen hunderte abtrünniger DDR-Bürger im Aufnahmelager Berlin-Marienfelde ein. Sie haben genug von Repressionen und Mangelwirtschaft, von Unfreiheit und schlechter Versorgungslage. Am 13. August 1961 reagiert die Führung der DDR und macht die Grenze dicht. Eine Mauer trennt von nun an die beiden deutschen Staaten und zementiert die unterschiedlichen Lebensverhältnisse. Im Fernsehen präsentiert sich die DDR als modernes, innovatives Land. Unterhaltungsshows propagieren Erzeugnisse der Chemiekombinate. Das macht Brillana und Dideron. Und weil sie Dufte sind, kennt sie ein jeder schon. Geboren in Premnitz ist dieses Paar. Chemie bringt schön. Ja, Sherry, das hat sie süß gesungen, nicht? Das, was ist das? Ist das
Ist das Dederon oder was ist das, Prelana? Das ist Dederon. Das ist Dederon, süß, mhm. Nicht? Und der Inhalt ganz goldig, ja. Genau, was hier auf dem Tisch liegt, das ist Prelana, ja? Ja. Vielleicht können wir mal die Farben ein bisschen erklären für die Fernsehzuschauer, denn Farbfernsehen beginnt erst morgen. Das ist ein bisschen... Was ist das? Das ist das moderne Alpenveilchen. Das ist Alpenveilchen, aha. Und was ist das hier? Das ist Flaschengrün. Die Stoffe an sich hatten ja tolle Farben. Das war ja belebend im Modebild. So Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Aber die Kleider, ich habe immer gesagt, man steckt da drin wie in einer Plastiktüte. Man schwitzte ja fürchterlich. Auch im Westen wird geschwitzt. Chemiefasern gelten auch diesseits der Mauer als besonders modern und innovativ. Nylon-Testhemden, was ganz fürchterliches. Heute noch sind die mir nach 1000 Jahren jetzt in Erinnerung, dass das was ganz, erstens mal fühlten sie sich auf der Haut, wenn man also kein Unterhemd oder so, irgendein Shirt runtertrug, furchtbar an, dann schwitzte man wahnsinnig in den Dingern und also das war also die Mode, die ich am liebsten vergesse. Die deutsche Hausfrau steht vor neuen Herausforderungen. Revira, Lycra, Seide, all diese modernen Gewebe. Ob ich sie nicht einfach mal koche? Halt! Sie wissen doch, moderne Gewebe darf man nicht kochen. 1961 verliert die CDU die absolute Mehrheit. Adenauer bleibt Kanzler, aber die satte Zufriedenheit der Westdeutschen bröckelt. Angst vor dem Atomkrieg, ein ins Stottern geratenes Wirtschaftswunder. Die Welt wird komplizierter. Die deutsche Textilwirtschaft erfährt erstmals die Schattenseiten der Globalisierung. Ein Importhemd aus Hongkong kostet ab Freihafen Hamburg 4 bis 5 Mark. Für diesen Preis kann ein deutscher Fabrikant noch nicht einmal den Stoff für ein gleichwertiges Hemd erstehen. Folge: 1956 überstieg der Export deutscher Hemden noch den Import. Heute aber ist der Oberhemdenimport mit 50 Millionen Mark 10-mal so groß wie der Export. Antje von der Heide ist damals Moderedakteurin bei der Frauenzeitschrift Brigitte. Eine moderne junge Frau in einem verstaubten Land. Als die Journalistin 1964 heiratet, arbeitet sie weiter. Doch das darf sie zu dieser Zeit vor dem Gesetz nur mit Zustimmung ihres Mannes. Immer mehr Mädchen studieren, aber der Dresscode bleibt damenhaft. Enge Röcke und dann diese hohen Absätze, aber im kältesten Winter. Ich habe damals mir wirklich mühsam zusammengespart ein paar Schuhe von Heinz Östergard. Die hießen Take It Easy, aber sie waren überhaupt nicht easy. Und die haben wir wirklich dann natürlich auch bei Eiseskälte getragen. Und das war einfach aber das Größte. Die Mode macht auch den Erziehern zu schaffen. In einer niedersächsischen Kleinstadt ruinierten die Schülerinnen mit ihren Pfennigabsätzen das kostbare Parkett. Und die Direktorin verordnete den höheren Töchtern absatzlose Schuhe für die heiligen Hallen. Während des Unterrichts haben die Stöckelschuhe jetzt Pause. Schön sein ist zeitaufwendig. Der wöchentliche Gang zum Friseur ist für die meisten selbstverständlich. Die Haare werden aufgedreht, auftupiert, mit viel Haarspray festgeklebt und zu verwegenen Gebilden zurechtfrisiert. Unentbehrlich Lockenwickler. Und die hat man sich ins Haar gedreht, damit sich das nach außen biegt. Muss sich nach außen biegen. Und so habe ich geschlafen. Samstags wurden die Haare gewaschen. Und mit dicken Lockenwicklern eingedreht alles. Und, ja, und dann wurden sie halt toupiert und gemacht. Und dann musste die ganze Woche wieder schön sein. Die Mode war damals ja wahnsinnig adrett und eigentlich auch ziemlich spießig. Und es sahen letzten Endes ja nun nicht alle aus wie Jackie Kennedy. Ne? Sondern wir haben uns auch nicht wirklich wohlgefühlt in dieser Mode. Doch dann schrecken Mitte der 60er Jahre unerhörte Einblicke die träge Gesellschaft auf. Der Minirock. Mit dem Mini erreichen die Swinging 60s Deutschland. Eine Mode, die zum neuen Selbstverständnis der Frauen passt und bei Älteren für Entsetzen sorgt. Blödsinn. Der Mini, also, der war schon schwer zu umgehen, weil das damals einfach so toll war. Fand man so schick. Minirock war natürlich auch so eine kleine Protestbewegung. Wir durften auf einmal mehr vom Körper zeigen.
Und wenn man schöne Beine hatte, war das gut. Wenn man keine schönen Beine hatte, war es natürlich ein Fluch. Als die Röcke immer kürzer wurden, also da kommen dann schon in einem jungen Kerl ziemliche Fantasien auf, wie das dann weitergehen könnte noch. Ich habe mich schon darauf gefreut, dass das noch kürzer wird. Mit dem Minirock kommt eine weitere Neuerung. Mit den kurzen Röcken kamen die Strumpfhosen, weil anders hätten wir die kurzen Röcke ja nicht tragen können. Du bist ganz schön mini heute. Schick. Mhm. Gar keine Angst? Angst? Vor was denn? Drunter gucken. Drunter gucken? Macht nichts. So, so. Na, ich hab doch das Dings an, die Strumpfhose. Die Feinstrumpfhose. Strumpfhose, großer Vorteil, weil bequem, weil schnell anzuziehen, weil dieses komische mit den Strapsen, diese komische paraerotische Assoziation mit den Strapsen wegfiel. Die Strumpfhose wirkt als große Befreiung. Ein Kleidungsstück für Frauen, die nicht mehr sittsam sein müssen, die Pille nehmen, selbst über ihr Leben bestimmen wollen. Antje von der Heide empfindet die Zeit Mitte der 60er Jahre als Aufbruch. Ein Abschied von steifen Konventionen. Strumpfhose war einfach toll, ja. Kann überhaupt nicht verstehen, dass man immer noch mal wieder diese Strapse propagieren will. Und das lässt sich ja auch keine Frau mehr aufzwingen, egal wie schön andere das finden. Ich erinnere mich, dass mein Mann die nicht gerne hatte, glaube ich. Strumpfhose, was denn das? Im Juni 1966 touren die Beatles durch Deutschland und sorgen für Massenhysterie bei ihren Fans. Beim Konzert in Hamburg ist auch Marie-Louise Schernack. Wir waren alle in dem ersten Beatles-Konzert. Also das war sensationell. Das war für uns eine Befreiung. Besonders revolutionär die für damalige Zeiten spektakulär langen Haare der Liverpooler. Also weiß noch, meine Mutter, die eine sehr tolerante und auch musische Frau war, die hat das weniger gestört. Aber mein Vater sagt, guck mal, wie die da rumlaufen, die könnten auch mal wieder zum Friseur gehen. Gymnasiast Wolfgang Bobig steigt damals als Bassist bei einer Beatband ein. Es beginnt ein nervenzerfetzender Kampf um jeden Zentimeter Haar. Ich musste alle 14 Tage zum Friseur gehen. Und auf Druck des Vaters, ja, so kann man nicht rumlaufen, was sagen denn da die Leute und vor allen Dingen die Lehrer? Ja, du wirst darunter leiden, wenn die dich so sehen, so als Gammler hieß es dann damals. Hm? Und als ich heimkam, da war immer das Drama, ja, das ist doch viel zu lang. Jetzt hast 3,50 Mark ausgegeben, ja, und jetzt haben sie dir kaum die Haare geschnitten. Das hat sich ja gar nicht rentiert. Lange Haare und Minirocks sind Vorboten einer Entwicklung, die in den folgenden Jahren die Republik auf den Kopf stellen wird. Die erste Nachkriegsgeneration hält sich nicht mehr an die Spielregeln ihrer Eltern. Bald wird nicht mehr nur über Rock- und Haarlängen gestritten werden. Sehen Sie in der nächsten Folge von Kleider machen Deutsche, wie die Studentenbewegung für ein völlig neues Erscheinungsbild sorgt. Den Büstenhalter ließ man weg, alles wabbelte und das war extrem befreiend. Und wie die Kinder der 68er das Rad wieder zurückdrehen. Die Popper, die hatten immer Buntfaltenhosen an und so College-Schuhe, gerne auch Polohemden mit dem Krokodil. Also das fand ich, war abzulehnen.